Wir sehen hier das Nokia 6700 Classic. Wir wollen uns das Handy erstmal von außen ein bisschen näher anschauen. Da haben wir hier zum einen auf der Rückseite die 5-Megapixel-Kamera. Dann haben wir hier an der Seite die Tasten, um die Lautstärke einzustellen. Hier ist die Kamerataste. Hier unten sehen wir einen Mini-USB-Anschluss, über den eigentlich alles angeschlossen wird. Also Kopfhörer, Ladekabel, Datenkabel. Ja, und das hier ist das Handy von vorne. Wir wollen uns jetzt mal das Menü anschauen. Da ist das hier der Startbildschirm. Über diese beiden Tasten hier kann ich auf dem Startbildschirm navigieren. Da habe ich hier oben erstmal diverse Shortcuts. Hier auch Anwendungen, Notizen, Datum, also Shortcuts zum Kalender. Und hier kann ich suchen. Wenn ich hier nach rechts gehe, dann lande ich auch direkt im Kalender. Wenn ich nach links gehe, kann ich eine SMS tippen. Dann habe ich hier den Shortcut Favoriten. Und rechts habe ich einen Shortcut zum Adressbuch. Wir gehen jetzt mal in das Menü rein. Da geht es hier los mit Mitteilung, Adressbuch, Protokoll, Einstellungen, Galerie, Medien, Karten, Organizer, Programme und Internet. Und wir wollen jetzt mal eine SMS tippen. Erstmal kann ich sagen, die Tasten hier oben lassen sich sehr gut bedienen. Die haben einen sehr angenehmen Druckpunkt, sind sehr groß. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass sie so glatt sind. Hier spürt man nicht so richtig, auf welcher Höhe man sich befindet. Aber das Steuerkreuz, ja, lässt sich sehr gut steuern. Jetzt wollen wir hier die Tasten da unten mal ein bisschen ausprobieren. Und ich muss sagen, auch die lassen sich sehr gut tippen. Die sind schön voneinander abgegrenzt. Hier haben wir auch wieder das Problem, dass es ein bisschen glatt ist. Also so, wenn man hier zur Seite rüber geht, merkt man nicht, wo man sich befindet. Aber nach oben und unten ist es sehr gut abgegrenzt voneinander. Und die Tasten sind auch wirklich schön groß.